Hallo. Hallo. Alter, was geht ab, Leute? Hier? Samstag. Tag 3 von Dortmund. Ich war gestern im Park. Alter. Wetter ist auch heute nicht so toll. Kalt, windig. Ich mache hier einen Golden Raid mit, der irgendwie sehr fehlerhaft aussieht. Alter, ich glaube nicht, wie viele Leute hier sind, Mann. Ich gehe mal so ein bisschen durch. Undercover die Leute filmen. Zu heftig, Mann. Zu heftig. So. Also, da geht's auch noch weiter, aber ich gehe jetzt nicht da lang. Tschüss! Kranker Shit, Mann. Kranker. Mal schauen, was heute hier so in der Innenstadt geht. Weil in den Park kommen wir doch nicht mehr rein. Versuch ein paar Hunderter noch zu schnappen. Alola Kukowai, Alola Dikter, Alola Kleinstein. So, wir sind fertig. Gönnen wir uns einen Shiny Hunderter? Nee, wir gönnen uns Müll. Shiny? Nee, auch nicht Shiny. Ja. So, kleiner Zeitsprung. Ich glaube, heute Morgen war das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Ja, danach ein bisschen in der Stadt gefarmt. Auch diesen einen Westpark abgecheckt, aber da tote Hose. Irgendwie letztes Jahr war da gefühlt mehr los. Es gibt ja eigentlich diese zwei Ausweich... The fuck? Was so ein fetter Ast ist gerade runtergefallen. Es gibt eigentlich diese zwei Ausweichparks, aber keine Ahnung, was eigentlich mit denen ist. Davon wird eigentlich nie gesprochen, nur die Innenstadt ist jetzt aktiv, geht ab. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder am Park, im Park. Nicht ganz im Park, am Park. Mich mit ein paar Leuten aus Twitter treffen. Auch Spezialtausch habe ich jetzt gemacht, auch wenn es nicht ging. Also nicht Spezialtausch, sondern Glückstausch. Zumindest, dass da der weggeht, weil sonst sieht man sich ja eigentlich nie. Auch wenn es leider kein Spezialtausch ist, weil ich habe heute kein Ticket und die schon und das geht halt nicht. Man kann keinen Spezialtausch machen, wenn jemand ein Ticket hat und der andere nicht. Schon komisch gemacht, leider. Ja, dann treffen wir uns, machen so ein German-Twitter-Gruppenfoto, auch wenn ich nicht wirklich aktiv bin auf Twitter. Dann schauen wir mal, was sonst noch so geht. Grüße gehen raus an Erdregen Burrito und Skullboy. Ein paar Kollegen. Ja, sehr nett. Der eine hat mir Fanta geschenkt. Nur eine kleine Geste, aber ich muss sagen, echt coole Leute, die ich getroffen habe. Ich weiß, jeder sagt das, aber ich muss echt sagen, ich habe echt die besten Zuschauer. Hat mich echt gefreut, jeden hier am Wochenende zu sehen. Auch der asiatische Dadmann, den ich letztes Jahr schon getroffen habe. Sehr lit, sehr witzig, sehr lustig. Und jetzt warten wir hier auf ein paar Leute und dann machen wir so ein Gruppenfoto, nehme ich mal an. Tausch wird übrigens hier nebenbei eingeblendet. Ich habe jetzt nichts gebraucht, einfach so lucky, deswegen habe ich einfach Mobile genommen, weil Mobile kann man entwickeln für EP. Die Bonbons kriegt man ja sonst nie zusammen. Mann, ist das voll hier. Ich stelle mich mal irgendwo weg. Shiny Sandan, Digga. Ich habe zwar schon einen, aber... Ich möchte noch einen zum Tauschen. Treffen fertig. Ich glaube, ich blende hier ein paar Bilder ein, falls mich die erreichen. Hat mich gefreut, alle zu sehen. Grüße gehen raus an Blacky, der hat das Ganze organisiert. Tipptopp. Eine coole Aktion, dass wir uns da alle gemeinsam treffen und da so eine Art Gruppenfoto machen und Gruppentreffen. Eine coole Sache, weil heute habe ich, abgesehen von dem hier, nur Nidogan männlich aus der Quest, von denen ich bereits 5 hatte. Und 5, 6, 7 Bummels spawn wie C-Day. Manche nervt es, dass Bummels so häufig ist. Ich meine, brauchen tut man ihn nicht wirklich. Mehr als 1, 2 Shinies braucht man auch nicht, aber ist halt da. Blockiert halt auch die Alola-Spawns. Ich habe heute 2 Alola-Kokowai gesehen und ich brauche den noch Shiny. Echt schade. Ansonsten drehe ich hier jetzt noch ein paar Runden. Ihr seht, Sternstück ist aktiv. Ich schau mal auf meine Fänge. Versuche noch hier genug Geschenke für heute zu sammeln. Okay. Wie viel habe ich gemacht heute? 800 Fänge, 900. Alles okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann geht es wahrscheinlich auch zum Abendessen. Und dann war es, glaube ich, kleines Feedback zum GoFest. Und dann war es, glaube ich, für heute und dieses Video. Nehmen wir hier mal einen Shinox Raid mit. Alter, die Stadt geht ab. Jetzt, wo das Event zu Ende ist, 18 Uhr. Jetzt 18.40 Uhr. Fühlt sich die Innenstadt mal wieder.
bin ja morgen nochmal für eine Freundin im Park. Dementsprechend kann ich morgen nicht raiden. Muss ich heute alle Pässe loswerden. Und jetzt während des GoFest, immer ab 18.30 Uhr kann man einen Scheinungsbescheinigung bekommen. Gratulation, Kollege. Kann man so viele Foto... Nee, nicht so viele. Ich glaube, bis zu 100 Fotobombs machen für Team Rocket, dann kommt ein Mozi. Nicht so spektakulär, aber erstens ist es wie Rauch umsonst oder sowas. Wahrscheinlich sogar besser. Einfach 100 Catches umsonst. Und Fotobomb-Medaille. Das Leinste, was es überhaupt gibt, hat normalerweise 20, 30 Versuche für dieses dumme Farbigel, nur um die Medaille hochzubekommen. Auf 200, damit es endlich Gold wird. Und jetzt kann man es einfach auf Gold kriegen, während der paar Tage. Also werde ich noch, jetzt noch machen und dann nie wieder. Also außer es kommt irgendwas außer Farbigel, diese speziellen Pikachus oder so. Aber sonst, ich habe meinen 100er, der wird dann demnächst gemaxt und die Medaille ist dann hoffentlich auf Gold. 20 voll. 19 Konkurrenten, die mir dieses Shiny Shinings klauen könnten. Aber wie gesagt, das Event ist fertig. Ich denke, die Innenstadt wird sich jetzt noch füllen. Wir drehen noch ein paar Runden und dann schauen wir mal, wen wir hier noch so begegnen. Eine Menge Leute und vorhin beim Raid auch. Dieser komische Bug. Hallo, ich möchte angreifen. Hallo, ich möchte angreifen. Okay. Oder auch nicht. Ah. 479. Yo, da ist er. Da ist er. Dortmund, Digga. Danke für das Shiny Shinux. Passend für dieses Shiny Wochenende. Oder die shiny Tage hier. Hab ich tatsächlich bekommen. Schade. Das heißt keine Shinox Rates mehr zu Hause für die Arena-Punkte. Nur noch Alola Gacho und Alola Knogger. Und wenn es so weitergeht, Alola Kokowai, falls er mal wiederkommt. Echt? Auch Shinox? Nicht Hochzeitskleider, sondern für Hochzeitskleider. Nee, Shinox ist erstmal abgehakt. Ihr wisst, ich bin wieder zurück. Das, was ihr gerade gesehen habt, war der Samstag. Ohne Ticket, ja, ohne Ticket geht an sich nicht viel. Aber die Innenstadt war halt voll. Erstens extra Stops von Niantic, also die wurden dann alle gezündet und da ging es dann schon gut ab. Und während der Tage konnte man dort immer gut farmen. Ich meine, man kann ja immer nur einen Tag in den Park, aber einen Tag nach Dortmund fahren und dann wieder heim, lohnt sich natürlich nicht. Das heißt, wenn du ein Ticket hast und dann einen Tag dort, dann noch in der Stadt farmst oder sowas, oder zwei Tage, dann ist schon okay. Oder du kommst an, farmst einen Tag und dann gehst du in den Park. Also das konnte man schon machen, wobei, wenn du das machst, gehen dir vielleicht die Bälle aus. Aber das war okay. Jetzt extra nur, also extra, wenn man kein Ticket hat, nur dahin, nach Dortmund zu fahren, Innenstadt. Das lohnt sich natürlich nicht, also das würde ich nicht empfehlen. Das ist halt ein nettes Extra, wenn man schon mal in Dortmund ist oder wenn man aus der Nähe kommt. Weil da geht's gut ab, da kann man echt gut farmen. Da haben wir jetzt auch außerhalb des Parks eine Menge Shiny Glück gehabt. Ist so Shiny gebrütet, Shiny Shinings aus dem Raid, Sandan, am ersten Tag, wo ich angekommen bin, Nidoran männlich und Kabuto. Also da konnte man schon eine Menge Fänge machen, wenn nicht sogar mehr. Also wenn ihr auf Fänge geht und sowas, dann ging es da schon sehr, sehr gut ab. Und was ich noch am Ende kurz erwähnt habe, das mit den Fotobombs und Snapshots, endlich die Medaille voll. Also das war so eine leidende Medaille, so oft vergessen, so leidend, so oft die Fotos gemacht, dann kam er nicht, dann hatte man keine Lust mehr, dann hat man aufgegeben. 20, 30 Fotos und er ist nicht gekommen. Ich habe die Medaille gehasst, aber endlich habe ich sie auf Gold, nie wieder muss ich sie machen. Außer es kommt wieder irgendein spezielles Pikachu, aber jetzt für Farbigel, nie wieder mache ich das für Farbigel. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, ich mache eh noch ein Vergleichsvideo zwischen GoFest und der Safari-Zone vom letzten Jahr und so ein Fazit. Aber war natürlich eine geile Zeit, eine Menge Leute getroffen, Grüße gehen raus an alle, die ich getroffen habe. Und Grüße gehen raus an alle, die ich nicht getroffen habe, weil zu viele Leute, man konnte nicht alle unterbringen. Da musste man natürlich noch selber zocken und wenn man einmal im Park ist, dann denkt man an gar nichts anderes außer Farmen und Shinies. Ich war am Sonntag dann nochmal drinnen, aber da habe ich nichts gefilmt, da habe ich mich nur auf Shiny konzentriert für eine Kollegin, damit sie das Ticket maximal nutzen kann, also ich für sie, und da das Maximale an Shinies rausholen kann. Ich meine, das habe ich nicht gefilmt, deswegen kann ich euch sagen, sie hatte glaube ich sogar mehr Shinies als ich, sie hatte, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau wie viele, ein, zwei mehr. Sie hatte auch eine breitere Masse an Shiny,
Ich hatte ja eine Menge Sachen doppelt, dreifach, vierfach. Und sie hatte, glaube ich, eine Menge Sachen einmal. Dann bin ich weitergegangen. Also ich muss sagen, jetzt dann beim zweiten Mal, wo ich reingegangen bin, hatte ich viel mehr Erfahrung. Ich wusste, welche Strecke ich abgasen muss. Ich hatte dann echt eine krasse Strecke, was halt echt gut gepasst hat zu ihrer Wunschliste an Shinies. Dann bin ich da immer raufgegangen. Hatte sogar noch diese eine Stelle mit den Shiny Evoli und Pikachu mit Blumenkranz drin, dass ich die auch noch mitnehme, falls es mal passiert, weil der Bereich ist echt klein und da spawnen nicht so viele. Und wenn du halt nur die jagst, kriegst du halt von den anderen nichts mehr mit, deswegen hatte ich immer so eine klasse Runde. Aber ja, zwei Shiny Bronzer hatte sie, was ich halt gerne gehabt hätte. Und ein Shiny Slimer hatte sie auch, das hätte ich auch gerne gehabt. Ich hatte meinen Spaß, war eine geile Sache, waren ein paar geile Tage, coole Leute getroffen. Hat mich natürlich gefreut und ich hoffe, ihr hattet Spaß in Dortmund. Und wenn ihr nicht in Dortmund wart, dann checkt das Video von morgen ab, wo ich mein Fazit gebe und den Vergleich. Und dann könnt ihr für euch selber entscheiden, ob ihr nächstes Jahr zur Safari-Zone oder zum GoFest fahrt. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und checkt den Stream heute ab. Ab 21 Uhr sind wir wieder live. Bis 22 Uhr irgendwas. Um 22 Uhr startet der LP-Bonus. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Glücksei zünden und ein paar Runden drehen, ein paar Geschenke aufmachen, ein paar Levelaufstiege. Aber nur mit den Leuten, die ich abgesprochen habe. Also ich werde jetzt nicht einfach alle aufsteigen lassen, weil viele wissen gar nicht Bescheid. Der nächste Levelaufstieg ist wahrscheinlich Sonntag bei Entei, wenn sich nichts früher ergibt. Aber ich habe eigentlich die ganze Woche Glücksei an. Vielleicht ergibt sich auch früher was. Also alle meine Freunde, aufpassen. Meldet euch bei mir, falls ihr Glücksei anmachen wollt und aufsteigen wollt, weil... Ja, sonst sind es 5-6 Tage verschwendet, die man eigentlich auch früher zünden kann. Aber auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, Pokémon ist hier das Business.